Habecks eigener Bruder erfindet den Oscar für Energiepolitik und überreicht ihn sogar Habeck höchstpersönlich. Natürlich selbstverständlich finanziert vom Steuerzahler. Also das ist wirklich nur noch erbärmlich. Alle Details in diesem Video, los geht's. Vor kurzem wurde die ganze Vetternwirtschaft im Wirtschaftsministerium von Habeck aufgedeckt und man dachte, das sei der traurige Höhepunkt dieser Seifenoper. Aber nein, es geht sogar noch peinlicher. In der Bild-Zeitung konnte man gestern Folgendes lesen. Habeck bekommt Preis von eigenem Bruder. Am Rande der Hannover Messe übergab Hinrich Habeck, Chef der Wirtschaftsförderung WTSH, seinem Bruder Wirtschaftsminister Robert Habeck eine kleine Trophäe, den ersten Energieküste Award. Diese pinkfarbene Trophäe der Energieküste sei überreicht worden, weil Robert Habeck sich unermüdlich für Klimaschutz, erneuerbare Energien und für seine Heimat Schleswig-Holstein einsetzt. Also, wie geil ist denn das bitte schön? Unter Federführung dieser grünen Klimasekte wurden vor 11 Tagen die letzten sauberen Atomkraftwerke abgeschaltet und jetzt müssen wir mehr schmutzige Kohle und Gas für die Energiestabilität in Deutschland nutzen. Deutschlands CO2-Bilanz ist sofort um 30% schlechter geworden. Und dafür bekommt Habeck jetzt einen Preis für Klimaschutz? Ich glaube, mein Schwein pfeift. Also ich meine, einen Preis für erneuerbare Energien, das kann ich ja noch verstehen, da Habeck vor kurzem ja auch beschlossen hat, dass die Müllverbrennung jetzt 100% erneuerbare Energiequelle ist, was nebenbei ziemlich fragwürdig ist, aber einen Preis für Klimaschutz, ja, keine Ahnung, also unter keinem Klimaminister ist die deutsche Klimabilanz in so kurzer Zeit so schlecht geworden wie unter Habeck. Und dafür bekommt er jetzt trotzdem einen Preis. Also unglaublich. Und da sich aber kein Institut und auch kein Unternehmen für diese Heuchlerei findet und das Ganze unterstützt, musste jetzt sogar der eigene Bruder herhalten. Der jüngere Bruder von Wirtschaftsminister Habeck heißt Hinrich Habeck und arbeitet bei der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein, kurz WTSH. Und da ja in der Vergangenheit einiges an Vetternwirtschaft bei den Grünen bekannt wurde, bin ich auch hier ein bisschen hellhörig geworden und habe mir mal den letzten verfügbaren Jahresabschluss bei der WTSH angeschaut. Dort steht unter Ertragslage Folgendes. Eine wichtige finanzielle Grundlage der WTSH war 2021 wie in der Vergangenheit die institutionelle Finanzierung durch die MWVATT. Das ist das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie in Schleswig-Holstein, die Industrie- und Handelskammer sowie die anderen Handelskammern. Etwas weiter unten konnte man denn sehen, dass die WTSH 2021 Nettoerträge von rund 9.495.000 € hatte, also rund 9,5 Millionen. Und davon entfallen ungefähr 2,8 Millionen auf Zuschüsse vom Land Schleswig-Holstein, also von allen Steuerzahlern. Also knapp 30% seiner Einnahmen bekommt die WTSH vom Staat. Und alles, was diese WTSH macht, wird demzufolge zu großem Teil vom deutschen Steuerzahler bezahlt. Also auch diese tolle neue Energiekistentrophäe. Also, meine lieben Zuschauer, wenn du dich jetzt fragst, was der Staat mit deinen hart erarbeiteten Steuergeldern macht, hier kannst du es wunderbar sehen. Es werden dafür Klimaschutztrophäen an einen Klimaminister vergeben, der unseren Klimaschutz verschlechtert. Also noch erbärmlicher kann es echt nicht werden. Tja, und jetzt noch die Frage, warum musste ausgerechnet dann sein Bruder Habeck ja, diesen Preis übergeben? Und es wurde von der Pressesprecherin der WTSH gesagt, dass dies aus Sicherheitsgründen gemacht wurde. Was für Sicherheitsgründen? Die Frau stand direkt daneben, als der Preis übergeben wurde. Aber naja, die junge Freiheit schrieb dazu,
Kritik dazu kommt von der FDP. Es ist nicht die Aufgabe von öffentlichen Einrichtungen, für aktive Politiker Awards zu erfinden. Dass er den Preis dann auch noch von seinem eigenen Bruder überreicht bekommt, ist wirklich skurril. Der grüne Wirtschaftsminister sieht sich auch darüber hinaus Vetternwirtschaftsvorwürfen ausgesetzt. Seine Staatssekretäre sind miteinander verschwägert und beauftragen über weitere enge familiäre Verbindung NGOs mit Gutachten, die unter anderem Habecks Heizungsverbot vorbereiten. Und für die, die es noch nicht gesehen haben, hier eine kurze Zusammenfassung der Vetternwirtschaft. Im Internet habe ich hier diese tolle Grafik von Infobeat gefunden mit dem Titel Wirtschaftsministerium präsentiert, der Minister und der Familien-Öko-Clan. Und ganz oben steht das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck, der Minister ist, und er hat den Staatssekretär Patrick Greichen eingesetzt, der früher bei der Agora Energiewende tätig war. Dieser Patrick Greichen ist der Bruder von Jakob Greichen und auch der Bruder von Verena Greichen, die beide im Öko-Institut arbeiten und die das Wirtschaftsministerium beraten und dafür Geld kassieren. Und gleichzeitig ist Verena Greichen auch noch der Ehepartner von Michael Kellner, der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium ist. Also zwei von denen sitzen im Wirtschaftsministerium, zwei andere sitzen im Öko-Institut. Das Wirtschaftsministerium vergibt Aufträge an das Öko-Institut und das Öko-Institut, ja, kassiert dafür Kohle und macht denen ihre Aufträge wahrscheinlich genauso, wie sie ja die Geschwister dann haben wollen. Und das Infobeet hat einen sehr lustigen Satz dazu gesagt. Die haben geschrieben: Liebe Grüne, Vereinbarkeit von Familie und Beruf heißt nicht, die ganze Familie im Bundeswirtschaftsministerium anzustellen. Also, meine lieben Zuschauer, das ist, ich würde jetzt sagen, ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, aber du hast ja meine Reaktion gesehen und ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, ja? Ich meine, was sagt ihr denn zu dieser ganzen Vetternwirtschaft und jetzt auch zu dieser Energietrophäe? Hat Habeck diese Trophäe verdient, ja? Findest du es auch in Ordnung, dass er die ausgerechnet von seinem eigenen Bruder überreicht bekommt? Schreib mir deine Kommentare gerne dazu unter das Video. Sorry, ich kann nicht mehr.